Hallo, ich erkläre Ihnen heute die Bedienung oder die Einstellung hier an diesem Raumtemperaturregler von Weiland, den Calormatic 332. Das Display ist jetzt hier ausgeschaltet, kann man aktivieren, indem man jetzt hier einmal kurz raufdrückt, dann geht das Licht an. Jetzt haben wir hier einmal das Menü und einmal die Betriebsart. Wir ändern jetzt erstmal die Betriebsart von Automatikbetrieb und gehen auf Nachtbetrieb. Drückt man hier einmal rauf. Jetzt steht hier noch Automatikbetrieb. Wir drehen ihn jetzt runter und gehen dann hier auf Nachtbetrieb, drücken hier aktivieren. Damit ist es jetzt hier Nachtmodus. Wunschtemperatur ist 15 Grad Celsius. Können wir wieder ändern. Tagbetrieb. Haben wir jetzt Tagbetrieb und 20 Grad Celsius. Sind wir wieder im Automatikbetrieb. Wir gehen jetzt mal ins Menü rein, möchten die Wunschtemperatur ändern. Hier kann man den Tag, die Tagtemperatur ändern und hier kann man die Nachttemperatur ändern. Ich empfehle immer, nicht mehr als 3 Grad abzusenken. Wenn wir tags 20 haben, dann gehen wir nachts ungefähr auf 17 runter. Und hier können wir dann die Zeitprogramme ändern. Entweder jeden Tag einzeln, das wäre jetzt der Montag. Hier kann man 3 verschiedene Heizzeiten einprogrammieren. Momentan ist von 6 bis 22 Uhr. Das ist immer so Standard. Jetzt könnte ich aber auch, also jeden Tag einzeln einprogrammieren, bis zu 3 Heizzeiten. Ich kann aber auch sagen, er soll von Montag bis Freitag oder von Montag bis Sonntag. Dann gibt es hier Tage außer Hausplan. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in Urlaub fahre, könnte ich das jetzt hier einprogrammieren. Dann ändert er dann auch. Ich glaube, dann geht er in den Nachtmodus. Ja, viel mehr gibt es hier eigentlich gar nicht zu erklären an dem Gerät.